In schwierigen Zeiten ist dies ein guter Termin. Ein guter Termin hoffentlich auch für Northvolt, ein guter Termin für Deutschland und für den Standort in Heide. Denn wir übergeben heute einen Förderbescheid für ein besonderes Energieprojekt, das sich einreiht in eine Gesamtstrategie der Bundesregierung, aber in diesem Fall tatsächlich einen Leuchtturmcharakter hat. Seit 2018 hat dieses Ministerium mit Northvolt in Kontakt gestanden, ob eine Batterieproduktion in Deutschland errichtet werden kann, ob es ein Interesse gibt. 2019 dann gab es eine Ausschreibung im Rahmen eines IPCEI-Projektes. Das sind diese europäischen Projekte für Industrie von besonderem strategischem Interesse, wie wir sie haben für Halbleiterproduktion oder Wasserstoff, aber eben auch Batterieproduktion. Und Northvolt hat sich beworben und ein Konzept vorgestellt, das wir heute mit einem Förderbescheid unterstützen, in der Hoffnung, dass es sich dann auch realisiert. Dieser Förderbescheid, den übergebe ich mal jetzt, und dann kann ich danach noch ein bisschen weiterreden, hat eine Summe von 155 Millionen Euro und ein paar Zerdrückte hintendran. Die kommen nicht alle aus dem Bundeshaushalt. 30% spendiert das Land Schleswig-Holstein. Auch dafür schönen Dank. Diese Summe ist die maximale Höhe dessen, was die Europäische Union als Förderung gewährt hat. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass es Teil eines größeren Projektes ist. Insgesamt hat die Bundesregierung zwei IPCEI-Projekte für Batterien aufgesetzt. Diese beiden Projekte haben ein Volumen von 1,5 Milliarden Euro, 155 Millionen jetzt an Northvolt, also schon ein gehöriger Schluck aus der Pulle, die dafür reserviert wurde. Das Besondere daran ist, dass an diesen Projekten 60 verschiedene Unternehmen mitmachen aus 12 Mitgliedstaaten, 14 davon aus Deutschland. Aber es ist wirklich, das sieht man, ein europäisches Projekt, das sich hier materialisiert. Noch vor einigen Jahren kamen eigentlich nahezu alle Batterien aus dem asiatischen Raum. Das ändert sich jetzt mit großer Geschwindigkeit. Deutschland ist der schnellst wachsende Batteriemarkt in der Welt. Und Europa wird zu einem echten Schwerpunkt der Batterieproduktion. Also das industrielle Gewicht von Deutschland, das werfen wir hier in die Waagschale. Und sind froh, mit Northvolt einen Partner gefunden zu haben, der tatsächlich eine nur grüne Batterie produzieren will. Natürlich ist der Hintergrund der hochlaufenden Batterieproduktion eine vor allem veränderte Mobilität, also Elektromobilität auf die Straße zu bringen. Batterien werden auch in anderen Bereichen eingesetzt, aber die Elektromobilität ist sicherlich im Moment der größte Abnehmer und genau für diesen Abnehmer produziert Northvolt. Die Mobilität wird dadurch klimaneutraler, muss man ja sagen. Entscheidend war aber für eine Firma wie Northvolt, dass auch die Produktion klimaneutral ist. Und insofern war die Suche nach einem Standort geleitet von der Frage, wo finde ich denn genug erneuerbaren Strom? Northvolt hat ganz Europa gescannt und am Ende ist die Entscheidung für Heide gefallen. Heide, eine kleine Stadt in Schleswig-Holstein, die Daniel Günther und ich ganz gut kennen und die neben der Raffinerie, da wird das Erdöl der Mittelplate raffiniert, selten in der Vergangenheit solch eine große industrielle Ansiedlung bekommen hat. Man sieht, dass der Durchdringungsgrad mit erneuerbaren Energien ein echter Standortfaktor wird. Dass Unternehmen ihre Ansiedlungsentscheidungen danach treffen, ob genügend erneuerbare Energie verfügbar ist. Und Heide ist prädestiniert dafür. Die Westküste Schleswig-Holsteins, aber auch die Anbindung an die großen Offshore-Windparks machen diese Region zu einer Powerbank der erneuerbaren Energien. Northvolt investiert knapp 2 Milliarden Euro, eine erhebliche Summe. Dort wird in der Region in der Perspektive des Aufbaus eine Produktionsstätte entstehen, die dann 3000 Menschen Arbeit gibt, für die Region eine enorme Stärkung. Neben der direkten finanziellen Unterstützung gibt es weitere Vereinbarungen, die wir versuchen werden umzusetzen. Die Standortentscheidung ist ja offen. Northvolt hat mit diesem Non-Binding MOU die Möglichkeit, bis Ende des Jahres zu sagen, wir haben uns doch das anders überlegt. Damit das nicht passiert, soll die Unterstützung nicht nur bei dem Förderbescheid enden, sondern wir wollen weiter, sofern das europarechtlich möglich ist, Regionalisierungsmittel nutzen. Wir wollen die Fachkräftegewinnung politisch unterstützen. Wir wollen, und das ist das Land Schleswig-Holstein, vor allem auch die Infrastrukturanbindung an den Großraum Hamburg deutlich verbessern. Insgesamt aber muss ich sagen, dass diese norddeutsche Kooperation, nordeuropäische Kooperation, ein schwedisches Unternehmen in Schleswig-Holstein, das sich ansiedelt, damit dann die schwedische Expertise in den
europäischen Markt noch einmal verstärkt einbringt, ein schönes Stück ist, wie europäische Wirtschaftsförderung gelebt werden kann. Ich bin froh und auch ein bisschen stolz, dass wir so weit gekommen sind. Und jetzt hoffe ich, dass mit den zugesagten Unterstützungsmaßnahmen dann auch die finale Entscheidung bis Ende des Jahres fällt und dann irgendwann ein Bagger in Heide den Boden aushebt und die Batteriefabrik gebaut wird. Wir brauchen sie. Ja, wie sicher ist die Gasversorgung hier bei uns in Deutschland? Darüber wollen wir jetzt sprechen mit Herrn Professor Hubertus Barth. Sie sind Geschäftsführer des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. Ja, Herr Professor Barth, wie lange würden wir das denn im Prinzip durchhalten, dass jetzt die Leitung, die da zum Beispiel aus Luhansk konnte, dass das 25% weniger des Transits, was an Gas kommt, zu uns gelang? Wie dramatisch ist es wirklich? Das ist kein gutes Signal, weil es ein weiterer Baustein in dieser Unsicherheit ist. Klappt die Gasversorgung aus Russland? Müssen wir darauf verzichten? Ganz unabhängig von der Diskussion, wollen wir darauf verzichten oder wie schnell können wir darauf verzichten? Wir haben jetzt keinen akuten Mangel im Augenblick. Das, was aus der Ukraine oder über die bisherigen Leitungen weniger kommt, wird teilweise soll dort ersetzt werden, teilweise wird es durch die Niederlande und Norwegen ersetzt. Das wird den Verbrauch im Augenblick nicht betreffen, aber das wird dazu führen, wenn das nicht vollständig ausgeglichen wird, dass die Speicher langsamer voll gefüllt werden können als bisher geplant. Und das wiederum würde dann Probleme im nächsten Winter machen, wenn wir tatsächlich irgendwann in eine Situation kommen, wo wir zu wenig Gas haben. Ja, schadet das denn jetzt eigentlich der Ukraine? Weil die bekommen ja natürlich Geld dafür, dass sie das Gas durch ihr Land durchleiten. Schadet das Russland inwiefern? Die Ukraine hat ein Interesse daran, dass der Transport funktioniert. Russland hat ein Interesse daran, weil sie das Geld verdienen und das Geld haben wollen, was für das Gas bezahlt wird. Und diese alte Idee der wechselseitigen Abhängigkeit, wir brauchen das Gas, die brauchen das Geld, das trägt da nach wie vor. Aber es ist rückblickend ja fast erstaunlich, dass nach fast 80 Tagen dieses Krieges diese Pipeline von Russland über die Ukraine, also über das überfallene Land, weiterhin funktioniert und nicht zerstört wurde oder aus politischen Gründen von russischer oder ukrainischer Seite mit abgestellt wurde. Ja. Das zeigt, dass die auch darauf geachtet haben, dass die heile bleibt, dass die Angriffe woanders sind und dass ein Interesse daran besteht, sie weiter zu nutzen. Ja, das ist aber nicht der Großteil des Gases, den wir bekommen jetzt von Russland, der über diese Leitung geht. Der Großteil geht über Nord Stream 1. Oder? Genau, wir haben Nord Stream 1, die ist quasi voll ausgelastet. Nord Stream 2 ist nicht am Netz. Polen, die Pipeline über Polen, wird im Augenblick nicht befüllt, nicht genutzt. Und dann ist der Rest, Größenordnung ein Drittel vielleicht, bisher über die Ukraine. Und das wiederum wird abgesenkt. Also das ist kein Komplettausfall russischen Gases im Augenblick. Ja, wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Öl- und mit dem Gasembargo? Da hat sich jetzt der russische Außenminister Lavrov geäußert und hat gesagt, na ja, also wenn das Europa Deutschland nicht mehr haben will und die anderen Staaten der Europäischen Union, wir haben auch durchaus andere Kunden, das tut uns nichts. Ist das so? Russland hat zwei Möglichkeiten, das zu kompensieren. Einmal durch höhere Preise, was im Augenblick beim Gas der Preis hoch, bei Öl ist der Preis für russisches Öl niedriger als vorher. Also da klappt das schon mal nicht. Und andere Möglichkeit wäre, alternative Kunden zu entwickeln. Und das ist nicht einfach. Das ist bei Gas, bei pipeline-gebundenen Gas natürlich gar nicht einfach, weil eine Pipeline nach China ist nicht so schnell gebaut. Das wäre ja die Alternative. Und auch beim Öl, man braucht Schiffe, da mangelt es dann an zusätzlichen Kapazitäten. Es braucht viel länger, ist viel aufwendiger, das über die Pipeline nach Westeuropa zu transportieren, das Öl, als über das Meer nach Indien beispielsweise. Also Russland wird, wenn die Preise nicht stark in die Höhe gehen für Öl, Schwierigkeiten haben, das zu kompensieren. Ja, nun gibt es da offensichtlich bei einigen ostdeutschen Ministerpräsidenten eine andere Sichtweise, wenn wir über das Öl und über das Gasembargo sprechen. Zum Beispiel heute hat der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow, der auch im Moment Vorsitzender des Bundesrates ist, gesagt, also wenn wir so rangehen über die Sachen, die da kommen, dann ist zum Beispiel in Thüringen sind da konkret 7000 Arbeitsplätze in der Gasindustrie bedroht. Und andere Ministerpräsidenten sagen, wir sollten gucken, dass das nicht viel schlimmer auf uns zurückschlägt. Was sagen Sie als Experte der Wirtschaft? Beim Öl ist es ganz klar so, da ist das Kernproblem, ist die Raffinerie in Schwedt und die Frage, kann die produzieren? Wenn sie produzieren kann,
oder wenn sie nicht produzieren kann, hat das Konsequenzen für die Beschäftigten vor Ort, aber auch für all diejenigen, die Öl und Ölprodukte in der Region brauchen. Das hätte dann, würde eine ganze Weile dauern, das wieder, oder eine Zeit lang dauern, das wieder herzustellen. Beim Gas ist es nicht so eindeutig. Wir haben zwar die Lieferstrukturen wie aus Zeiten des Kalten Krieges, aus Russland nach in die, das, was früher DDR war, nach Ostdeutschland. Und dann gibt es beim Gas die ein oder andere Verknüpfung zu den alten Bundesländern. Aber man kann auch nicht sagen, dass diejenigen, die am Rhein sind und Gas verbrauchen, sicher sind, weil das kommt aus Holland. Und die in den neuen Bundesländern sind, in Ostdeutschland sind, dann Schwierigkeiten hätten, weil das kommt aus Russland. Das ist vorher nicht klar definierbar, nicht klar feststellbar oder kalkulierbar, wer denn derjenige wäre, der im Notfall verzichten müsste. Ja, nun hat Robert Habeck heute auch gesagt, was die Gaslieferungen aus Russland angeht, da waren wir vor dem Krieg, dem Angriffskrieg auf die Ukraine, bei 55%. Heute sind wir inzwischen bei 35% angekommen. Es scheint also voranzugehen, dass man einen Ausgleich findet. Ja, all das, was gemacht werden kann, wird ja im Augenblick gemacht. Man versucht, die Preise sind sehr hoch, ne? Das zum Ersten. Das heißt schon mal, dass gespart wird, dass in der Industrie auch teilweise weniger verbraucht wird. Wir haben zusätzliche Importquellen erschlossen. Ne? LNG wird, soweit die Kapazitäten da sind, jetzt genutzt. Herr Habeck selber war, oder das Ministerium war unterwegs und hat eingekauft. Also da wird versucht, das, was kurzfristig an Potenzial da ist, Ersatz durch andere Quellen und Einsparungen, das auch zu realisieren. Aber es bleibt halt ein dicker Brocken, der dann, wo man nicht davon ausgehen kann, jetzt haben wir 20% in einem Jahr geschafft, den Rest machen wir im zweiten Halbjahr diesen Jahres. Jetzt kommt der schwierige Teil. Deshalb war es gut, dass zum Beispiel die Grundsteinlegung oder der Spatenstich für die schwimmenden LNG-Terminals letzte Woche dann auch das geschehen ist. Weil so kann man sich dann tatsächlich in Zukunft besser, teurer als bisher, aber weiter versorgen, auch ohne russisches Gas. Ja, dass eine Sicherheit da ist. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Professor Barth.